Ja, herzlich willkommen. Oh, jetzt bin ich gegen die Maus gekommen. Zu Battlefield 3 mit dem alten Mann. Ich soll jetzt hier oben weitermachen. Hahaha, das hast du gedacht. Da sitzt immer einer oben. Ah. Oh, ich muss hier ran. Oh, runter. Ich hab dich gesehen. Nix da. Ist hier noch einer? Nein. Hier gab's Munition. Der schießt da. Ich sehe nichts. Wo ist der Helikopter? Draußen. Nehme ich mal an. Probleme mit der russischen Jet. Die Amerikaner kommen näher. Ist egal, sag mir 5 Minuten vor der Ankunft Bescheid. Ich gehe mal hier lang. Huch, Entschuldigung. Woher weißt du, dass ich hier lang komme? Nachladen. So. Vorsichtig. Ich bräuchte mal noch eine andere Waffe. Das ist aber alles das Gleiche. Oder? Wartet mal, ich guck mal kurz. Ach so. Oh. Die ist doch... Nee, die ist nicht gut. Das ist ein Spaß. So was habe ich schon. Habt ihr das schon alles geklärt hier ohne mich? Nein? Oh, das war ein Fehler. Ich hätte gern ein Maschinendingen, irgendwas. Hat hier keiner. Hier müssen wir noch ein bisschen warten. Ja, ich bin ja schon... Oh! Schmeiß mal da was rein. Genau, das war gut. Oh, das war knapp. Noch so. Versteck mich in dem Blumenpott. Oh, hast noch einen hinterher gekriegt. Ah ja, das ist doch brauchbarer, glaube ich. Ja, so ist gut. Das ist ja das Gleiche. In grün. Sagt mal, was ist das? Ist das denn endlich ein... Ja, das, sowas wollte ich doch. Ich muss mir das mal umstellen. Schieß sie ins Knie! Oh. Sind die denn drauf? Mit einer Panzerfaust hier drin. Vorsichtig. Das ist meine. Huch. Da. Au! Du hast die Lampe kaputt gemacht. Guck dir das mal an. Kaffarov ist unterwegs zum Helikopter. Hat alles Geld gekostet. Haltet sie auf und fallt dann zurück zum Haupttor. Ja, machen wir.
Hier gab es Munition. Hier komme ich nicht durch, da liegt ein Karton vor. Seht ihr? Ja, du kriegst ihn wieder weggeschoben, ne? So, was nehmen wir denn jetzt hier? Oh. Er? Nö. Nö. Ich kann mich immer nicht entscheiden. Was ist das? Hat die Licht? Ja. Habe ich noch meine... Ja. Gut. Ich komme mit. Wartet. Sie sind oben. Ich kann mich nicht entscheiden. Oh. Der hat aber wenig Munition. Alle. Schade. Das habe ich ja nun inzwischen gelernt. Habe ich jetzt was gefunden dafür? Nein. Ich brauche eine andere Waffe. Ich muss mich bücken. Habt ihr nichts Ordentliches? Bleib liegen. Stell dein MG auf. Lass sie nicht bis zum Helikopter kommen. Verschwinden. Ah, hier. Nein, noch nicht. Ich hörte, sie wären zu dritt. Blödsinn. Kann nicht sein. Wie sollen drei Männer das schaffen? Ach so, ich sollte mal weiterspielen. Ich hab mich verlaufen. Hier. Ich sehe die Schuppen. Oh! Da soll ich lang? Okay. Aber hier habe ich wenigstens genug Munition. So. Dann mal los. Da, ich höre was. Nichts mit Blenden. Kann ich die mir nehmen? Ich komme da gar nicht hin. Ich will die Blendwaffe. So. Nix da. Da könnte ich aber ran. Da habe ich was gesehen. Da ist er. Da sah ich sein Bein. Zeig dich. Ach, da steckst du. Hier hinten ist auch noch irgendwo einer. Ganz langsam, ganz vorsichtig. Ach, das sind Sonne. So. Ihr erschreckt mich nicht. Ihr nicht. Oh. Sollte man nicht so vorlaut sein. Sag ich doch. Schmeiß es weg. Ich weiß, dass du da bist. Achtung. Finimanie. Heißt Achtung. Tut mir leid. Da sind noch wer. Oh, da. Oh. Tut mir auch leid.
Das war ein Beckenschuss. Kein Beckenbauer. Soll ich die mal nehmen? Nur mal so. Sorry. Ich habe eine gute Haftpflichtversicherung für den Glaser. Oder für die Glaser-Rechnung. Kommt rein. Hops. Ach, die hat ein Laservisier. Ah, da kann ich sie mit blenden. Was? Das war Deutsch. Ich sehe hier gar nicht durch. Aber ist auch egal. Ist ja nichts Neues. Muss auch mal aus der Hüfte gehen. Oh, oh! Hier wird nicht abgehauen! Das kannst du vergessen! Au! Hund! Ich glaube, da braucht er jetzt eine Aspirin. Schlüssel passt in ein Bankschließfach in Genf. Der Inhalt gehört Ihnen. Bah! Ich habe sie nicht. Verstehen Sie? Mich wollen Sie doch gar nicht. Es ist Solomon. Hören Sie, ich habe Informationen über Solomon. Ich weiß genau, was er vorhat. Und kenne den Zielort der Koffer. Machen wir einen Deal. Meine Freiheit gegen Informationen. Sie lassen mich gehen und ich sage Ihnen alles. Ich sage Ihnen, wo Solomon hin will. Ich weiß, was er vorhat und... Oh! Mhm. Sie fuhren also dorthin. Sie und die, die übrig waren. Sie, Cole und Montez. Ich an Ihrer Stelle würde jetzt an meine Freunde denken. Ich würde mich fragen, was ich hätte anders machen können. Vielleicht wünschte ich sogar, es wäre mir passiert und nicht meinen Freunden. Sie kamen also bei Kafarovs Villa an. Vor dem größten Teil der russischen Einheiten und vor allen anderen. Nicht vor allen anderen. Dima war dort, oder etwa nicht. Und sie trafen eine Entscheidung. Eine folgenschwere Entscheidung für sie und über das Leben ihrer Leute. Und darüber, wie weit sie für ihr Land gehen würden. Sie wissen einen Scheiß über die Entscheidung, die ich treffen musste. Dann erklären Sie es mir. Überzeugen Sie mich. Wir teilten uns auf, um die Villa zu durchsuchen. Ich war allein. Er war allein. Sag ich doch, das ist danach. Huch! Das nenne ich mal einen geilen Schatten. Von was eigentlich? Ich bin durchgelaufen. Jetzt ist weg. Wenn ich wieder zurückgehe, ist es denn wieder da? Ja, ich mach schon weiter. Da sollen wir hin. Hier ist das Schwimmbad. Da ist das Dach. Also da, wo ich jetzt hinziele. Da. Da, wo eben Dima durchgefallen ist mit dem... Kafarov. Liegt da was? Hm, Schrott. Trümmer. Da ist Kafarov. Mach keine Dummheiten. Dieses Stück Scheiße hier hat Russland 3 Atomwaffen geklaut und an einen Mann namens Solomon verscherbelt. Echt? Solomon benutzt die Bellar. Er hat mindestens 2 Ziele. New York und Paris. Er transportiert die Waffen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Bombe für New York will er sehr bald am Times Square zünden. Das darf nicht passieren. Nee. Wir können einen möglichen Krieg verhindern. Nur wir beide. Keine Politiker. Kein Geld, das die Taschen wechselt. Nur 2 Soldaten, die die Wahrheit sagen. Hilf mir. Hilf mir, das durchzuziehen. Das war's. Ich muss jetzt gehen.
Wenn du ihn nicht erschießt, werden Millionen sterben. Verbündete rücken an! Denk daran. Tu alles, was nötig ist, um Solomon aufzuhalten. Ja, und die perfekte Gelegenheit, eine Pause zu machen. Bis zur nächsten Folge. Vermutlich die letzte. Oder auch nicht. Bis dann. Tschüss.